bin Horst aus Essen. Und bunte Gemeinde bedeutet für mich nicht nur das Zusammenkommen von verschiedenen Kulturen, Nationen und Frömmigkeitsstilen in einer Gemeinde. Das bedeutet für mich auch, dass Menschen, die von Geburt an weniger mitbringen als andere, gemeinsam Reich Gottes in der Gemeinde bauen. Bunte Gemeinde ist für mich, wenn Menschen aus unterschiedlichen Generationen, Lebenssituationen und Hintergründen zueinander kommen und miteinander Gemeinde gestalten. Ich bin Omid Homayouni aus Gemeinde Farel. In unserer Gemeinde sind wir bunte Gemeinde mit verschiedenen Leuten, verschiedene Nationalität und unterschiedliche Farben und Sprache. Aber im Namen Jesus Christus sind wir alle eins. Wir haben keine getrennte Gemeinde und wir haben nur eine Gemeinde. Das ist sehr wichtig für mich als eine bunte Gemeinde. Ich bin David Burau aus Rostock. Bunte Gemeinde ist für mich etwas ganz Wunderbares, Starkes, Bewegendes, aber auch plötzlich Aufbrechendes. So habe ich bunte Gemeinde erlebt, denn wir sahen uns plötzlich herausgefordert, ein Kirchenasyl anzubieten. Danach, nach wenigen Monaten, ungeplant, noch ein weiteres. Bunte Gemeinde habe ich erlebt, dass sie Menschen bewegt, dass sie Menschen dazu bringt, spontan sich für etwas einzusetzen. Und wir erleben Wunder dort, wo Gemeinde bunt ist. Für mich ist bunte Gemeinde vor allem, miteinander in verschiedenen Sprachen zu singen und zu beten. Und dann ist es auch noch leckeres persisches Essen zu essen und mit meinen Freunden die ganze Nacht darüber zu streiten, welche grammatikalischen Phänomene der deutschen Sprache am kompliziertesten sind. Ein kleines Beispiel für unsere bunte Gemeinde ist unser internationaler Kochkreis. Jedes Mal ein anderes Gericht aus einem anderen Land und wir verstehen uns, als ob wir alle aus einem Land sind, nämlich aus Gottes Land. Ich bin Daria Kraft aus der Gemeinde Bochum-Linden. Bunte Gemeinde ist für mich, wenn beim Kirchencafé nach unserem Gottesdienst die Menschen aus dem Deutschkurs, meist muslimischen Glaubens, voll bepackt zu uns kommen und uns Gebäck und leckeres Essen vorbeibringen und so gemeinsam mit uns unterwegs sind.